Herzlich willkommen zum heutigen AgriSmart. Es ist meine 27. Mitteilung im Rahmen dieses Infodienstes. Heute besprechen wir einige Aspekte bezüglich Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems. Der Mensch bleibt deshalb weiterhin ein ganzes Wesen, körperlich und mental, also ein Ganzes. Er zerfällt also nicht in verschiedene Bestandteile, nur macht es uns die strukturelle Betrachtung ist uns einfacher, wenn wir den Menschen verstehen wollen. Die Vorgänge lassen sich einfacher darstellen, wenn wir einzelne Aspekte getrennt betrachten, so wie wir das heute tun. Dann ist es für uns leichter, für das Leben ohne Krankheiten das notwendige Wissen zu erlangen. Heute werde ich zunächst zwei aktuelle Informationen geben im Zusammenhang mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Da geht es um eine kurze Mitteilung zum Kaffeegenuss und um eine Mitteilung über das Joggen. Danach gehe ich auf einige therapeutische Vorgehensweisen zur Herz-Kreislauf-Erkrankung ein, aber zunächst zum Kaffeegenuss. Kaffee wird immer wieder für Herz-Kreislauf-Erkrankungen mitverantwortlich gemacht. Das ist unberechtigt. So lautet das Ergebnis einer Studie einer Universität in den USA, nämlich in Harvard, und die zusammengearbeitet hat mit einer Universität in Singapur. Es wurden insgesamt 36 Studien ausgewertet, retrospektiv natürlich, und in diese Studien gingen die Untersuchungen von 1,3 Millionen untersuchten Menschen ein. Also 1,3 Millionen Untersuchungen wurden ausgewertet. Ich finde, es ist eine gewaltige Aufgabe, die da gelöst wurde und bewältigt wurde. Im Ergebnis zeigt sich, dass das Risiko eines Schlaganfalls im Vergleich zu den Nicht-Kaffeekonsumenten um 5% reduziert wird, sobald 5 Tassen am Tag getrunken wurden. Also 5 Tassen am Tag und ich senke mein Risiko zum Schlaganfall um 5%. Ein täglicher Kaffeegenuss von 1,5 Tassen, also 1,5 Tassen, führt sogar zu einer Reduktion um 11% Schlaganfallrisiko. Am vorteilsten wirkt es sich ein moderater Genuss von durchschnittlich 3,5 Tassen täglich aus. Hier resümierten die Wissenschaftler eine Verringerung um sage und schreibe 20% Risiko zum Schlaganfall. Kaffee trinken ist also ganz klar ein Vorteil bezüglich des Schlaganfallrisikos gegenüber denen, die keinen Kaffee trinken. Wer hätte das gedacht? Und dabei gibt es auch noch ein Optimum, die 3,5 Tassen am Tag. Also haben Sie bitte kein schlechtes Gewissen mehr, weil Sie Kaffee trinken. Jedoch sollten 5 Tassen am Tag nicht überschritten werden. Dann kann Schaden eintreten, durch das Kaffeetrinken verursacht. Es ist sogar laut Aussage der Forscher dieser Studien bei Kaffeetrinkern seltener Schlaganfall oder Herzinfarkt der Fall als bei denen, die das Kaffeetrinken ablehnen. Einen schlechteren Einfluss als ein moderater Kaffeegenuss haben Bewegungsmangel und Nikotinkonsum, also das Rauchen. So die Aussage der Deutschen Gesellschaft für Neurologie. Also, wenn ich das mal frei abwandeln darf, nach dem von mir verehrten Gerd von Kunert, dann heißt es, lieber Kaffee trinken, als nicht bewegen und rauchen. Auf der Tabelle sehen wir also, dass ab 9 Tassen täglich der Kaffeegenuss eine Gefahr darstellen könnte. Für die Mehrheit der Bevölkerung, die Kaffee in mittleren Maßen genießen, gilt also Entwarnung. Lediglich Schwangeren und Patienten mit hohem Blutdruck wird Bescheidenheit geboten. Kaffeesorten, die aufgekocht und nicht filtriert werden, bergen übrigens den beschriebenen gesundheitlichen Nutzen nicht. Wer mehr darüber nachlesen möchte, den verweise ich auf die Literatur, die sehen Sie hier auf derselben Seite im Textbeitrag. Nun zur zweiten Nachricht. Joggen verlängert das Leben, aber wie sollte man joggen? Es joggen immer mehr Menschen. In Nordamerika laufen heute 20 Mal mehr Menschen als 1980.
Und auch in Deutschland läuft jeder zehnte Erwachsene regelmäßig. Diese positive Entwicklung hat laut Ergebnissen einer dänischen Studie dazu geführt, dass Jogger ihre Lebenserwartung um 6,2 und Joggerinnen um 5,6 Jahre erhöhen, also das Leben verlängern. Die Frage vor diesem Hintergrund ist nur, wie hoch ist die optimale Trainingsdosis? Wie sollte man joggen? Es wurden fast 1100 joggende Erwachsene untersucht und die wurden verglichen mit 413 Nicht-Joggenden, also mit Bewegungsmuffeln. Und was hat man herausbekommen? Im Ergebnis zeigte sich, dass moderates Joggen im Vergleich zu Nicht-Joggern den besten Einfluss auf die Sterblichkeit erzielen. Wer 1 bis 2,4 Stunden pro Woche mit langsamer bis durchschnittlicher Geschwindigkeit läuft und das höchstens 3 von 7 Tagen macht in der Woche, der hat das richtige gesunde Maß gefunden und kann ein um bis zu 70% herabgesetztes Sterbensrisiko erwarten. Also 70% besser. Empfohlen wird also ein gemächlicher Laufstil. Man kann das Jogging Light nennen oder wie ich es nach von Kuhnhardt bezeichne, joggeln. Das heißt so ungefähr 8 Kilometer pro Stunde und das 2,5 bis 3 Mal pro Woche. Das kann das Sterbensrisiko sogar um 78% heruntersetzen. Wer etwas schneller und häufiger pro Woche joggt, reduziert dieses Risiko nur um 34%. Und vorher waren es fast 80, also 78%. Die schnellen Läufer hatten ein vergleichbares oder fast doppelt so hohes Mortalitätsrisiko wie die Bewegungsmuffel. Das erinnert mich auch wieder an Gerd von Kuhnhardt. Er hat ja mal ein Buch geschrieben, den Titel hat er zwar später bereut, aber 1988 kam von ihm ein Buch raus, das hieß »Lieber rauchen als gar nicht bewegen«. Und dieses langsame Laufen, ich nenne es Joggeln, macht richtig Spaß und führt schnell zu Wohlbefinden. Ich passe mich selbst nicht ganz in das Muster, weil ich täglich langsam jogge. Ich werde es wohl auch nicht lassen können, weil es für mich so angenehm ist und so gute Auswirkungen auf mein Wohlbefinden hat. Hoffentlich senkt das meine Lebenserwartung nicht allzu sehr. Ich versuche es ja mit anderen Mitteln, das dadurch entstehende Risiko zu verbessern und zu kompensieren. Zum Beispiel mit häufigeren Pausen und moderatem Essen. Wer mehr wissen will zu dieser dänischen Studie, hat auch wiederum hier auf eine Literaturangabe im Text weiter unten unter dem Video. Nun zu einigen Aspekten der klinischen Betrachtung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Es geht heute um erste Gedanken zur Arterienverkalkung, also Arteriosklerose. Altern lässt sich nicht verhindern. Doch können wir krankhafte Veränderungen an den Blutgefäßen abwenden. Selten ist es wirklich wahr, wenn uns gesagt wird, der Arzt könne nichts mehr tun und so sollen Herzkatheteruntersuchungen, Operationen oder Medikamente mit starken Nebenwirkungen angeordnet werden. Das ist also selten wirklich die Wahrheit. Längst ist bekannt, dass Arteriosklerose, damit ist eine Gefäßverhärtung mit Ablagerungen gemeint, dass sich das zurückbilden lässt. Schwere Lebensbedingungen wie Hunger haben dazu geführt, dass überhaupt keine Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder fast keine und Herzinfarkt, Schlaganfall oder Durchblutungsstörungen aufgetreten sind. Das galt nach den Kriegen ganz deutlich. Obwohl es vor den Kriegen weit verbreitet war, Herzerkrankung, Schlaganfall, Herzinfarkt, so war es in den Jahren von 1918 bis 1921, also unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg, und 1945 bis 1948 kaum bekannt und traten Herzerkrankungen kaum auf. Was sind die Probleme neben unserem modernen Lebenswandel und die Folgen unseres modernen Lebenswandels mit fehlender körperlicher Bewegung, Stress und Nahrungsüberfluss? Es führt zu Übergewicht, Bluthochdruck und Diabetes. Betrachten wir hier die Herz-Kreislauf-Erkrankung mal ganzheitlich. Was bedeutet das?
Das bedeutet eine gründliche Diagnose und Beseitigung der Risikofaktoren. Das verstehe ich unter ganzheitlich. Bei Notwendigkeit einer Therapie der Gefäße werden nebenwirkungsarme Maßnahmen eingesetzt. Auch das gehört zur ganzheitlichen Behandlung. Dazu gehören zum Beispiel Infusionen für alle Blutgefäße. Denn nicht nur wenige Zentimeter unserer 100.000 Kilometer Arterien im Körper sind beeinflusst und man könnte es dann mit einem nur auf wenigen Zentimeter wirkenden Stent, also eine Gefäßstütze, beseitigen, sondern es betrifft wirklich alle Gefäße. Und wir müssen auch alle Gefäße betrachten und das ist mit einer Infusion natürlich viel leichter, ungefährlicher und Sie ahnen es schon, mit viel, viel weniger Risiken und Gefahren zu Folgeerkrankungen. Die Therapie sollte möglichst frühzeitig beginnen und ihr Verlauf wird dadurch besser kontrolliert. Dazu stehen uns Ultraschall-Farbdoppler zur Verfügung und Blutuntersuchungen über das Labor. Bei fortgeschrittenen Gefäßerkrankungen lassen sich so oft schwere Konsequenzen, nämlich Amputationen, vermeiden. Deshalb früh genug Diagnostik mit Ultraschall-Farbdopplern und Blutlaboruntersuchungen vornehmen. Das natürliche Phosphatidylcholin, auch PBC genannt, senkt Cholesterin, erhöht das HDL, wirkt gegen Oxidation von Fetten und verbessert die Flexibilität der Erythrozyten, vermeidet Verklebungen. Erinnern Sie sich, wir haben hier schon mal ein Video gesehen, ich zeige Ihnen das auch gleich noch einmal, und damit Sie erkennen, wie gut die Laserbestrahlung des Blutes mit einer ganz einfachen Apparatur, die Sie selbst bei sich einfach anwenden können und was natürlich wiederum ohne Gefahren und Risiken ist, dieses kleine Gerät, das zu meinem Programm AgilFlow gehört, lässt sich also leicht einsetzen. Hier ist es abgebildet, es ist also wie eine Armbanduhr, man trägt es, verwendet es ungefähr 2 Wochen lang, täglich nur 2-mal, jemals 30 Minuten. Das könnte zum Frühstück sein und zum Abendbrot. Das kann man also einfach nebenbei so machen. Es gibt, ist überhaupt keine Belastung. Und die Daten, nämlich die Parameter des Blutes, verbessern sich zusehends. Und wie Sie in dem Video sehen können, was ich Ihnen gleich einspiele und was Ihnen vielleicht noch bekannt vorkommt, aber es ist ganz kurz, Sie langweilen sich sicherlich nicht. Es sind Mikroskopaufnahmen der Erythrozyten. Sehen Sie ganz deutlich, wie sich das schon nach 25 Minuten verbessert. Nach einer einmaligen 25-minütigen Behandlung mit dieser Armbanduhr sehen Sie also folgende Ergebnisse. Lassen Sie sich davon beeindrucken und wie gesagt, alles ohne Risiken, Gefahren und Nebenwirkungen.
Sowohl bei der Infusion als auch bei Agilflow werden Fette im Blut in Lösung gebracht. Das ist dann das Cholesterin und aus den Plaques wird es heraustransportiert. Leider ist es so, dass die geeigneten Medikamente, die auch nebenwirkungsfrei sind, vom Markt genommen wurden, da der Patentschutz abgelaufen ist und die hier abgebildeten Namen Professor Dr. Schertl und Dr. Sprachmann, sie sind beides niedergelassene Ärzte in Deutschland. Sie haben extra eine Akademie für diese Therapie gebildet, dass Ärzte bei ihnen die Chelattherapie erlernen können. Eine sehr einfache und ungefährliche Sache. Aber wie gesagt, von der Pharmaindustrie gibt es da kaum Unterstützung, weil da kein Geld zu verdienen ist. Wenn Sie mehr darüber nachlesen wollen, dann lesen Sie auf meiner Homepage. Dort gibt es ja unter ulrich-mtc.de/bestenliste immer meine empfohlene Literatur. Dort können Sie sich näher darüber informieren. Die Pharmaindustrie hat ja wenig Interesse an gesunden Menschen, die keine Medikamente kaufen. Auch werden Gefäßchirurgen weniger verdienen, wenn diese Infusionsbehandlung, diese Chelattherapie weiterhin durchgeführt wird. Schließlich ist in den USA und Kanada kürzlich eine Studie durchgeführt worden und die Ergebnisse haben 2013 veröffentlicht, deutlich gezeigt, dass Patienten, insbesondere Diabetiker, von dieser Infusion gewaltig profitieren. Jetzt soll das also bekannt sein und auch mehr Ärzte in Deutschland diese Therapie einsetzen. Denken Sie nicht auch, dass das Ihr Kardiologe wissen sollte? Doch fragen Sie mal Ihren Arzt, ob er die Bedeutung der Chelattherapie kennt. Professor Schertl und Dr. Sprachmann, die also die Akademie gegründet haben, setzen sich sehr stark ein, diese lange, lange, lange bekannte Chelattherapie wieder zu aktivieren und zu publizieren und setzen sich für die Ausbildung der Kollegen ein, die das dann einsetzen können. Ja, Arteriosklerose. Arteriosklerose zeigt sich durch verengte Gefäße, schlechtere Durchblutung. Die Symptome sind Herzschmerzen bei Belastung, Luftnot, Schmerzen beim Gehen, Schwindel, Ohrensausen, weiterhin Sehstörung und viele dieser von mir aufgezählten Symptome treten sogar leider gleichzeitig auf. Risikofaktoren, Sie können sie hier auch im Video sehen, sind Rauchen, Fettleibigkeit, Bluthochdruck, die Zuckerkrankheit, also Diabetes mellitus, Stoffwechselstörungen und Gicht. Und wenn wir diese Risikofaktoren sehen, leiten sich natürlich sofort die wichtigsten Maßnahmen ab. Die wichtigsten Maßnahmen sind Reduktion des Körpergewichts, Verbesserung des Blutzuckers und der Blutfette, regelmäßige Bewegung und Bewegung an frischer Luft hauptsächlich, viel Obst und Gemüse täglich. Also wenn ich mir das vorstelle, und ich wiederhole einfach nochmal die wichtigsten Maßnahmen, die sind nämlich ganz, ganz einfach einzuhalten. Reduktion des Körpergewichts, dabei Verbesserung des Blutdrucks, des Blutzuckers und der Blutfette. Regelmäßige Bewegung wird empfohlen an frischer Luft, viel Obst und Gemüse täglich. Also einfache Dinge. Hier habe ich nichts von Herzkatheteruntersuchungen, von Herzoperationen, von Chirurgie oder schweren nebenwirkungsbehafteten Medikamenten genannt, sondern ganz einfache Dinge in unserer Lebensweise, die wir fast alle recht gut in den Griff bekommen können, wenn wir nur wollen. Das Problem der Ablagerungen in Blutgefäßen führt also nicht nur zur Verengung dieser Ablagerung, sondern auch die Ablagerungen lösen sich ab und die Gefäßwand kann abreißen und somit beschädigt werden. Das ist sehr gefährlich, zumal die abgerissenen Substanzen, die sogenannten Plaques, dann Gefäße verschließen. Verschließen Sie die Herzkranzgefäße, reden wir über Herzinfarkt. Verschließen Sie hirnversorgende Gefäße, so sprechen wir vom Schlaganfall. Herzinfarkt und Schlaganfall sind auch deshalb sehr gefährlich, weil sie sich meistens nicht vorher ankündigen. Das heißt, sie lassen sich nicht vorher anfühlen. Es gibt also keine Warnung außer den oben genannten Risikofaktoren und den gemessenen Parametern, zum Beispiel im Blut, aber auch das Körpergewicht ist ein Parameter, was sich ja einfach erfassen lässt. Und diese Messung
lassen sich durch Laboruntersuchungen oder Ultraschall vornehmen. Das heißt, Überwachung schafft Signale und wir können reagieren. Wir müssen reagieren und nicht erst das Ereignis eintreten lassen. Das nennen wir Prävention. Dabei wird natürlich die Prävention stets der Behandlung vorgezogen und das im doppelten Sinn der Bedeutung. Sehen Sie sich bitte im folgenden Video die Erklärung zur Arteriosklerose von Dr. Rath an. Sie erkennen Dr. Rath vielleicht wieder. Ich habe ihn Ihnen schon einmal vorgestellt. Da ging es um seine hervorragenden Leistungen, Spitzenleistungen, Weltspitzenleistungen als Wissenschaftler und Arzt im Kampf gegen Krebs. Er hat also nicht nur bahnbrechende Entdeckungen gegen Krebs hervorgebracht, sondern zeigt hier eine enge Verbindung und seine starke Kompetenz bezüglich Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und er zeigt auch deutlich die enge Verbindung zwischen Krebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen an, insbesondere bei den Behandlungen erkrankter Arterien mit Vitaminen. Also auch eine sehr, sehr gute Möglichkeit, die schweren Erkrankungen zu behandeln und das wiederum mit Vitaminen, also ohne Gefahren, Risiken, wie Sie das natürlich von mir auch erwarten. Seien Sie gespannt auf die Erklärung von Dr. Rath. Dieser Film fasst unser neues Verständnis über die Ursache der Herz-Kreislauf-Erkrankung zusammen. Die Arterienverkalkung, die Ursache für Herzinfarkt und Schlaganfall, ist eine Frühform der Seefahrerkrankheit Skorbut. Wir blicken hier in das Innere einer Arterie, die zum besseren Verständnis quer aufgeschnitten ist. Es sind zwei wichtige Strukturen zu erkennen. Zum einen der äußere Ring der Arterienwand, der vor allem aus Kollagen und anderen Bindegewebsmolekülen besteht. Dieser Bindegewebsring ist ausgekleidet mit einer Zellschicht, die die eigentliche Barriere zwischen Blutstrom und Arterienwand darstellt. Man nennt diese Zellen auch Endothelzellen. Bei Vitaminmangel, insbesondere bei einem Mangel an Vitamin C, kommt es zu zwei wichtigen Strukturveränderungen in der Arterienwand. Zum einen beginnt sich der Bindegewebsring aufzulösen, weil durch den Vitamin C-Mangel nicht mehr genügend Kollagenmoleküle gebildet werden. Zum anderen fehlen die Vitamine auch als Bioenergiestoffe für die Zellen, was zu deren Mangelfunktion und Schrumpfung führt. Zwischen den einzelnen Zellen bilden sich Millionen von mikroskopisch kleinen Rissen. Bei völligem Fehlen von Vitamin C kommt es bei uns Menschen innerhalb von 4 bis 6 Monaten zu einem Aufbrechen der Arterienwand und zum Austritt von Blut aus der Blutbahn. Jetzt verstehen wir auch, woran die Seeleute frühere Jahrhunderte nach 4 bis 6 Monaten Fehlen von Vitamin C in der Nahrung gestorben sind. Sie sind buchstäblich verblutet. In dieser Bildsequenz sehen Sie, wie sehr die Entstehung der Arterienverkalkung den Vorgängen beim Skorbut ähneln. Das völlige Fehlen von Vitamin C ist heute die Ausnahme, aber fast alle Menschen leiden an einem Vitaminmangel in der Nahrung über Jahrzehnte. Das völlige Durchbrechen der Arterienwand und das Verbluten wie beim Skorbut ist daher die Ausnahme. Vielmehr entwickelt sich über viele Jahre und Jahrzehnte eine allmähliche Schwäche der Arterienwand. Auch hier kommt es zu Millionen kleinster Einrisse in der Arterienwand. Weil all dies langsamer geht als beim Skorbut, also über Jahre und Jahrzehnte, hat der Körper Zeit zu reagieren. Von der Leber aus werden vermehrt Reparaturstoffe gebildet, zum Beispiel die Lipoproteine, also kleine Fetttransportpartikel, die hier gelb dargestellt sind. Diese dringen zwischen den Zellen in die Arterienwand ein und versuchen, diese zu reparieren. Setzt sich dieser Prozess fort, dringen immer mehr Blutfette und andere Reparaturstoffe ein und es kommt zu den gefürchteten Ablagerungen. Bilden sich diese Plaques in den Herzkranzgefäßen, kommt es schließlich zum Verschluss der Herzkranzarterien und zum Herzinfarkt. In den Arterien, die das Gehirn mit Blut versorgen, führen diese Ablagerungen schließlich zum Schlaganfall. In der nächsten Bildsequenz sehen Sie den heilenden Effekt von Vitamin C auf die Arterienwand.
Bei ausreichender Versorgung mit Vitamin C dringen diese Vitaminmoleküle über den Blutstrom in die geschädigten Arterienwandteile ein und reparieren diese. Vitamin C regt die Produktion von Kollagenmolekülen an und der Bindegewebsring, der dem Blutgefäß seine prinzipielle Festigkeit gibt, regeneriert wieder. Ebenso schließen sich die mikroskopisch kleinen Risse zwischen den Endothelzellen. Ebenso wie die Schäden von Skorbut durch optimale Vitamin C-Versorgung wieder rückgängig zu machen sind, können auch Ablagerungen in den Arterienwänden wieder abgebaut werden. Dies wird zwar nicht in jedem Fall zum vollständigen Abbau der Ablagerungen führen, aber in den zur Regeneration fähigen Teile der Arterienwand werden diese Selbstheilungskräfte aktiviert. Wie bei der Heilphase beim Skorbut, so dringen auch bei der natürlichen Umkehr der Ablagerungen die Vitamin-C-Moleküle aus der Nahrung über den Blutstrom in die Arterienwand ein und reparieren diese. Damit wird natürlich auch die Ablagerung von weiteren Blutfetten und anderen Reparaturstoffen in der Arterienwand überflüssig. Mehr noch, die bereits abgelagerten Fettpartikel werden aus der Arterienwand ausgeschleust. Dieser Abbau vollzieht sich Molekül um Molekül über viele Monate, also ein biologischer Prozess, kein mechanisches Verfahren. Anders als beim Ballonkatheter und anderen mechanischen Verfahren, bei denen es oft durch Gewebestücke zum Verschluss der Blutbahn kommt, ist der natürliche Abbau mit Hilfe von Vitaminen sanft und ohne Risiko. Die ausgeschleusten Blutfettmoleküle werden mit dem Blutstrom zur Leber transportiert und dort verbrannt, also auf natürliche Weise entsorgt. Bei dem Abbau der Ablagerungen in den Arterienwänden spielen neben dem Vitamin C auch noch die Aminosäuren Lysin und Prolin eine große Rolle. Diese Aminosäuren bilden eine Art Teflonschicht um die Blutfettmoleküle herum und tragen dazu bei, dass diese sich aus den Ablagerungen herauslösen. Auf diese Weise werden die Ablagerungen in den Arterienwänden allmählich auf natürliche Weise abgebaut. Der natürliche Abbau der Arterienverkalkung ist inzwischen in klinischen Untersuchungen bestätigt worden. Die optimale Versorgung mit von uns entwickelten Vitaminprogrammen führte in diesen Studien zu einem Stopp der Arterienverkalkung innerhalb eines Jahres. In Einzelfällen kam es zu einem völligen Abbau der Ablagerungen. Betrachtet man diese Bilder, so versteht man schnell, dass eine neue Zeit in der Medizin angebrochen ist und dass Bypass-Operationen und Ballonkatheter bald der Vergangenheit angehören werden. Folgendes sollten wir wissen, und ich meine, dass dieses Wissen sofort zu Ihrem persönlichen Nutzen führen kann. Das zu hohe Körpergewicht belastet die Organe und macht sie schließlich krank. Das beginnt im Stützapparat, bei den Knochen und Bändern und geht weiter über die Gelenke, die zu stark belastet werden, und führt schließlich zur Arthrose. Der Blutdruck steigt, sowohl Herz und Gefäße werden stark belastet, Herzschwäche und Arteriosklerose sind die Folgen. Zudem führt die Fettleibigkeit zu einem starken Risiko zur Zuckerkrankheit. Fettleibigkeit birgt noch weitere Gefahr. Sie erhöht nämlich das Risiko für Krebs. Auch das gehört dazu, dass wir wissen, dass nicht nur Herz-Kreislauf, also Hirn, Herz, bei Fettleibigkeit einem hohen Risiko unterliegen, sondern Fettleibigkeit führt auch zu einem erhöhten Risiko, an Krebs zu erkranken. Das ist längst ermittelt worden in vielen Studien und numerisch beschrieben worden, und ich will hier die Daten nicht dokumentieren, um Ihre Zeit nicht überzustrapazieren. Dass Sie als Interessenten und Leser, also Interessent des AG Smart Infodienstes, möglichst Fettleibigkeit vermeiden wollen, das unterstelle ich einmal. Damit wäre nämlich viel gewonnen, wenn wir über die vielen Risiken denken, die damit zusammenhängen. Allen Übergewichtlern sei also hiermit gesagt, dass ich in einigen folgenden Infodiensten wertvolle Anregungen dazu geben kann, wie Sie das Gewicht reduzieren können, wenn Sie das wollen. Und ich verspreche Ihnen, es werden nicht nur Anregungen sein, sondern auch ein regelrechtes Abnehmprogramm, zu dessen Erfolg ich Sie auch einlade, beziehungsweise zu dessen Erfolg ich Sie auch coachen könnte, wenn Sie das wollen.
Ich denke, dass wir mit diesem etwas näher die Herz-Kreislauf-Erkrankung berührenden Beitrag einen weiteren Schritt gegangen sind, zu leben ohne Krankheit, dass wir unserem Ziel nahe gekommen sind. Wir haben noch öfter über dieses Problem Herz-Kreislauf-Erkrankung und wie wir dem begegnen können zu sprechen. Ich verspreche Ihnen, dass es da noch Interessantes gibt, wie überhaupt noch zu den anderen Themen auch. Weitere Informationen erhalten Sie in nächsten Mitteilungen, also den Infodiensten Agilsmart.